Der Kanonenstart am Golfclub Linz St. Florian verkündet den Beginn der 21. Charity Golf Trophy, veranstaltet vom Roundtable 15 Linz. Der Himmel belohnt die ehrenamtliche Arbeit der jungen Herren mit Kaiserwetter. Der Golfplatz besticht durch seine Anlage rund um das Schloss Tillisburg. Auf einer Strecke von rund 7 Kilometern sind hier 18 Löcher zu machen. Am perfekten Abschlag. Ich glaube, sowas gibt es und das, glaube ich, können alle Golfer bestätigen. Aber das Wichtigste ist einfach die Ruhe behalten und lässig locker draufschlagen. Ja, ein bisschen Training gehört beim Golf auf jeden Fall dazu. Ist eine technisch sehr schwierige Sportart. Viel Training, locker bleiben ist wichtig, nicht nervös sein. Auch der Blick ist entscheidend. Zuerst natürlich auf den Ball. Ja, das war mein Fehler immer, das Nachschauen. Und dann geht er entweder links oder rechts. Und durch das, dass ich erst seit 3,5 Jahren spiele, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also ich ziele eigentlich nur mittig raus aufs Fairway, schauen, dass er einfach schön ausfliegt. Mit viel Rhythmus und versuchen, weniger Kraft zu nehmen. Mit möglichst wenig Schlägen wird der Ball ins Loch gepattet, so wie auch die Spendengelder an gezielte Projekte gehen. Ja, natürlich geht es um die Kinder, um die Familien, die wir in Oberösterreich jedes Jahr unterstützen mit dem Reinerlös. Also wir reden von ungefähr 30.000 Euro, was da in etwa zusammenkommen, vor allem natürlich von den Sponsoren, die uns da jedes Jahr unterstützen. Wir unterstützen das SOS Kinderdorf in Rechberg, das Startstipendium, was es in Oberösterreich gibt. Wir haben viele, viele Einzelprojekte, die wir unterstützen. Und das ist natürlich großartig, wenn man dieses Pouvoir hat, diese Mittel, die bei solchen Tagen wie heute dann auch zusammenkommen. Palido Fine Jewels ist einer der unzähligen Sponsoren dieser 21. Charity Golf Trophy. Fast hunderte Sponsoren steuern Preise jeder Kategorie bei, von einfachen Tombola-Preisen, die aber trotzdem sehr toll und nützlich sind, bis hin halt auch zu den Preisen, die wir sponsern dürfen. Das sind einerseits die Hauptpreise in Form von schönen Schmuckwaren, andererseits aber auch der Diamantcocktail, wo wir Sektgläser oder Prosecco-Gläser mit jeweils einem Stein verkaufen zum guten Zweck. Dabei zu gewinnen ein echter Diamant im Wert von 1.200 Euro. Eine schöne Belohnung. Auch die sportliche Leistung kann ausgewertet werden. Wo wir mit der modernsten Radarmesstechnik, die man von der PGA Tour, also von der Profitour erkennt, die Schläge messen der Kunden. Und wir machen Schwungvideos und jeder, der praktisch bei dem Loch 1 vorbeikommt, der bekommt dann von uns einen tollen Report geschickt. Die 21. Charity Golf Trophy, ein Event, das Sport, Ehrenamt und Miteinander vereint, damit die Handicaps im Leben anderer bestmöglich zu meistern sind.